So, jetzt weiter mit einer neuen Runde auf Live, Will of a Burst Live. Und ja, jetzt kamen letztens einige, also wirklich einige Kommentare an. Über die verschiedensten Themen und so. Ich glaube, ich bin noch nicht mal auf alle eingegangen. Ich habe dann manche immer nur aufgemacht und so, dann kurz durchgelesen und nett geantwortet. Also nicht wundern, wenn ich mal nicht direkt antworte. Kommt vor. Ja, jetzt mal zum Thema Obverse Life. Letztens haben mir Maniac Dudes in die Kommentare geschrieben, dass man hier auf Obverse scheinbar ein bisschen aufpassen sollte, weil der Shark Shield theoretisch den, wie soll man sagen, den Ownern, den Admins erlaubt, theoretisch alles auf dem PC zu machen. Erklärt zumindest auch, warum bei Obverse Life immer die Servierenmeldung gleich abgeht, wenn man startet und so. Ja. Ich weiß allerdings nicht, was es wirklich jetzt damit auf sich hat. Ich kann nur das nachsagen, was ich gehört oder gelesen habe. Wie serious das Ganze da wirklich ist, kann ich leider nicht sagen. Also, wenn es wirklich so der Fall ist, wie die das so beschreiben. Ne, Partypunkte, genau. Dann wäre das irgendwie schon ein harter Vertrauensbruch seitens der Admins. Also, ich hoffe, wie gesagt, wirklich nicht, dass es wirklich so ist, weil das wäre irgendwie echt ein ziemlich krasses Ding. Und da SoFlife eigentlich eine echt coole Community hat, und ich meine, jetzt mal abgesehen von zwei, drei Hackern und so, ist es eigentlich schon ein hartes Ding. Also ich meine, wenn man das irgendwie, ja gut, okay, von anderen Games gibt es meistens keinen PSR, von irgendwie so große Games, also ich meine so das LOL oder so die LOL-Community oder die WoT-Community oder so, wozu 95% nur Flamer und Bobs drin sind. Bobs und Bots. Ich meine, da sowas, okay. Aber hier, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich weiß nicht, zu was genutzt wird. Ich meine, rein theoretisch muss ein Anti-Hack zum Teil nicht komplett, ich habe mir das den Code nicht angeschaut, natürlich schon die Möglichkeit bieten, allein schon mal mit der Anti-Hack funktionieren kann, dass er quasi Zugriff auf alles hat und so, und dass er auch quasi alles im Prinzip in Anführungsstrichen scannen kann. Also das ist ja nötig, weil sonst würde ein Anti-Hack vermutlich nicht funktionieren. Warum liegt das Server bei mir immer so? Ich verstehe es nicht. Ja, auf alle Fälle, ich persönlich weiß nicht, was genau mit Aufsicht hat. Also scheinbar sendet zumindest der Shark Shield eine kleine Menge an Daten. Was genau für Daten sind, weiß ich nicht. Ich denke allerdings mal nicht, dass es allzu große Mengen sind und irgendwas Bestimmtes beinhaltet. Also insgesamt denke ich mal eher, dass es... ich weiß es nicht. Warte mal, ich habe sogar noch die Statistiken und so, also die Dinger. Lass mich bitte mal schauen. Die Traffic Stats. So, mal hier dieses Monat. Genau, haben wir aktuell 1 MB Download und 2,4 MB Upload. Ich denke mal, dass es... Ich meine, gut, es gibt den Leuten halt theoretisch die Möglichkeit. Und wenn es halt auch einen Remote-Zugriff halt drauf gibt und so, dann wäre es natürlich ein krasses Ding. Was ich jetzt halt nicht hoffe. Aber zumindest aktuell so, allein schon mal von der Datenmenge her, denke ich mal, dass es zumindest nicht genutzt wurde. Also ich denke, das ist noch so ziemlich im Rahmen. Ja, also ich habe jetzt auf alle Fälle mal für mich oder für mein Ding mal so eine kleine Vorsichtsmaßnahme mal vorgenommen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ist es blöd, wenn sie gerade erwähnen? Nicht, dass sie es dann fixen. Oder dass sie es dann trotzdem irgendwie umgehen oder so. Na gut, ich meine, ein englisches Surf und so, ich denke eh mal, die Chance ist relativ gering. Ja, zumindest, ich habe es mal so gemacht, dass das Shark Shield, welches als eigener Prozess läuft. Gut, ich meine, das ist gerade so das Ding. Ich weiß, ich habe mich zu wenig damit beschäftigt, um jetzt zu wissen, wie jetzt genau die Funktionsweise von dem Ding ist. Ob das auch noch irgendein im Verborgenen dann irgendwie agiert oder so, oder im Klienten so, weiß ich nicht. Also ich vermute mal schon, aber ja. Zumindest was ich jetzt gemacht habe, war, dass ich die maximale Download- und Upload-Rate für das Shark Shield auf ein Bit begrenzt habe. Auf ein Byte. Bit, Byte, Byte.
auf ein Bein begrenzt habe. Mal so eine Hoffnung, jetzt einfach mal ohne irgendwie sich jetzt eine große Arbeit zu machen und so, dass die Sache dann zumindest damit gegessen ist. Also, der Prozess selbst, also Sharkshield selbst, habe ich jetzt nicht von diesem Startprozess genommen, sondern das Ding, was im Hintergrund läuft. Also, ich denke mal, dass das der einzige Hintergrundprozess ist und so, weil etwas anderes habe ich jetzt nicht gefunden, spontan. Ansonsten, kein Plan. Ja, zumindest nur beim Starten muss man ein bisschen mehr geben und so, dass es halt dann irgendwie seinen komischen Sektor führen kann und ja. Ansonsten, ich weiß es nicht. Ich meine, man könnte auch jetzt zum Beispiel die IP blockieren oder so oder einfach nur die eine IP durchlassen. Wäre eine Idee, beziehungsweise nur einen Port. Und die anderen Ports dann schließen und so, könnte man machen. Aber ich persönlich denke eher nicht, dass es das irgendwie so krass ernst ist. Also, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann nur spekulieren. Aber ich würde mal behaupten, ich würde zumindest mal, ja, ich schätze mal, dass es eher, na, ich meine nicht den Erdnuss, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, dass man auch ohne den Ding relativ safe ist. Wobei der Anti-Hack angeblich eh nicht so super Anti-Hack ist. Also, was ich da gelesen habe auf Elite PvP und so, ist es schon ganz lustig in Anführungsstrichen. Aber gut, man weiß natürlich jetzt auch nicht, welche Ziele sie dann wirklich erreicht haben, die man halt einen Anti-Hack irgendwie in ein paar Schritten deaktiviert. Weiß man leider immer nie vor. So, ich kann mein Ding hier aktivieren. Ich find's lustig, irgendwie. Das ist wirklich weniger. Mein Name ist wirklich weniger Damage, 299. Irgendwie ist das lustig. Ich habe so langsam das Gefühl, dass ein Flive. Ich meine, Death zählt schon, aber diese Death Buffs, also ich weiß es nicht. Ich meine, ich kriege aktuell sogar mit weniger Death, weniger, oder? 300, 400. Ich glaube, ja gut, okay, die rollen vielleicht einfach ein bisschen höher. Kann auch sein. Kann sein, ich weiß es nicht. So, Level Up, nice. 352 Int aktuell auf dem Ringmaster. Nice. Boah, wir sind fast schon bei 5 in der STA. Okay. Gibt es sonst noch irgendeinen Buff? Keine Ahnung. Hero Buff oder so. Ach ja, und was ich noch gelesen habe, was jemand geschrieben hat. Macht ihr irgendwie bis 100. Oh Gott, habe ich es noch nicht mehr offen? Habe ich es noch offen? Ich habe es nicht mehr offen. Mist. Ich glaube, bis 140, 144, 145. Ganz normal weiter, Non-Master. Da macht man irgendwie Master, glaube ich. Und dann nochmal bis 145 und dann Hero. Ich persönlich weiß das gerade nicht so, weil ich mir dachte, oh und so, bist du 121, machst du das fix Maß und so, geht relativ fix und dann, ja. Hat leider nicht so ganz funktioniert. Schreiben, can you activate Link, please? Ich bin nicht mal drauf, so, ich will aktuell nur ein bisschen mehr Damage machen. Also ich meine, es zieht sich halt dann schon ziemlich in die Länge und so. Also bei 20 XP Rides und so ist es halt schon krass. Und ja, ich meine, ich überlege im Moment, zumindest mit diesem Obverse-Ding jetzt. Ich habe gestern überlegt, einen Surf auf Eis zu legen, beziehungsweise den Surf jetzt einfach mal hier laufen zu lassen und irgendwo anders weitermachen und so. Andererseits ist es persönlich jetzt für mich noch kein, ja, ist es da sozusagen die Gefahr oder was auch immer, nicht unbedingt das groß genug, damit ich jetzt sage, okay, ich fange jetzt wieder von vorne an oder so. Wir sind aktuell 45 Folgen oder so, wo ich echt mal mega stolz drauf bin, weil, ja, irgendwie gehen meistens die Surfer vordown oder es besteht irgendwie kein Interesse mehr oder was auch immer. Und deswegen, ja, ich meine, 45 Folgen auf einem Surfer ist cool. Ich meine, Offi war mir glaube ich über 180, 200 oder so. Ich weiß nicht mehr. Also da hatten wir einige Folgen. Ich frage mich gerade, ob das jetzt. Ich habe gar nicht aufgepasst. Hat es vorher eigentlich auch so gelaggt oder was ist gerade nur eventuell bezüglich des Anti-Hacks? Keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht, ich habe halt überlegt, ob ich nochmal so ein Thema anschneiden soll aus der Zeitung. Aber irgendwie ist mittlerweile zu Blatt getreten, irgendwie das ganze Thema. Und auch wenn ich jetzt nicht so direkt um den Content selbst rede, sondern nur um die, nein, nur um die Folgen davon, ich weiß es nicht, irgendwie. Weil man könnte nicht mehr so wirklich da Elan dazu, nochmal irgendwie jetzt da irgendwelche Themen aufzurollen oder so. Das ist irgendwie. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So. Mal schauen, warum kriege ich keine XP? Wo sind hier unsere Amplis? Haben wir überhaupt Amplis an? Wir hatten letztes Mal Amplis an, oder? Wir hatten noch zwei. Oder haben wir. Ach, wir müssen das Level überschritten haben. Shit. Deswegen geht das so lahm. Wie viel XP kriegen wir überhaupt? So, warum kann ich nicht mal Link hier anmachen? Ich verstehe es nicht. Man hat aktuell Partypunkte, wir laufen hier schön brav. Another Psykeeper. Das ist schön für dich. Was bist du dann? Knight. Und alle schon in Party leben. Ah, da kommt Freude auf. Ich glaube, ich nehme immer zu den falschen Zeiten auf. Das ist echt blöd, aber. Keine Ahnung. So, 35%. Warum kriegen wir so wenig Drops? Warum ist denn eigentlich hier. Wie muss ich sagen? Keine Ahnung. Irgendwie kommt es mir so vor, als würde mir jemand so wenig Mobs irgendwie AoEen. Das ist echt strange. Vielleicht sollten wir irgendwo anders mal hingehen. Tja. Jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo ich echt gar nicht mehr weiß, was ich überhaupt sagen soll. Passiert mir eigentlich nicht oft, aber ich gerade so komplett kopfleer. Habe gerade noch so ein paar andere Gedanken im Hinterkopf und so. Oder denke gerade noch ein paar Sachen nach und so. Aber es sind gerade irgendwie alles so Themen, was eigentlich gerade nicht wirklich Sinn macht für ein Let's Play. Ich habe gerade noch überlegt, wann ich Ding mein. Neffen, ne, Großneffen. Großneffen, gibt's das? Großneffen? Ja, irgendwer hat einen Verwandten abholen. Ich überlege gerade, ich versuche das Ganze immer so zeitlich zu planen, so mit Aufnehmen, Uploaden und so weiter, Rendern. Oh, schwierig. Ja, müssen wir schauen. Ich habe aktuell gerade noch so ein paar Sachen im Kopf. Aber. Ja, ich denke mal, ich sollte eher mal drüber nachdenken, wenn ich mit dem Aufnehmen hier fertig bin. Weil denken und nebenbei denken, um was anderes zu sagen, macht nicht wirklich viel Sinn. Oh, das ist ein geiles Spawn. Ist das ein Gig? Leute, ein Giant Creeper. Creeper. Warum sind denn hier Gigs? Das ist ja geil. Lol, damit habe ich nicht gerechnet. Das macht den Surface Level interessanter. Gut, ich meine, wir sind ein Knight. Das ist Kacke. Warum sind wir ein Knight? Ganz im Ernst. Es ist echt so beschissen. Auf jedem Surfer, 1 und 1 Klassen und so, hat nie wirklich Nutzen für mich. Jetzt spiele ich hier. Dachte mir so, boah, machst du irgendeinen coolen Trailer? Gut, du bist halt ein Knight. Kannst halt nicht irgendwie zu Dungeons durchrushen. Also durchrushen, ja, aber das war es dann auch. Also, ja, beim Splatoon rushen. Oder nicht beim Auskillen und so. Dann hier jetzt zum Beispiel als Knight irgendeinen Gig oder so zu killen, ja, viel Spaß. ja. Ich meine, im Moment, ich glaube, ich habe bisher sehr, sehr wenige AOE-Klassen gespielt. In der Zeit, wo ich jetzt hier aufnehme. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich mal, tatsächlich mal längere Zeit AOE-Klassen gespielt habe, ich glaube nicht. Nie. Habe ich irgendwie meine Blades oder DDs oder im generellen Damage-Dealer gebraucht? Nie. Bisher wirklich nie. Also fast nie. Und jetzt, wo ich hier gerade so denke, boah, ihr könnt so viele machen, so viele Sachen machen, wenn du hier einen Blade oder so hättest. Und dann denke ich mir so, oh, keine Ahnung, so, oder hier steht ein Gig und so, kannst du später mal killen und dann kommt wieder so die Erkenntnis, ach Mist, ich bin ein Knight. Wie viel Damage machen die? 800? Oh mein Gott, wir gehen. Nee, wir gehen nicht hin. Dem machen wir ein bisschen zu viel Damage. So, die Captain, wie viel Damage machen die? Machen die mehr Damage? 5, meine auch 500 Damage. Geben vermutlich aber auch mehr XP oder so, oder? Ich weiß es nicht.
aktuell haben wir halb eins schon wieder. Boah. Das heißt irgendwie schlimm, die Zeit geht irgendwie mega schnell. Ich sollte irgendwie mega viele Sachen machen. Ja, im Moment bin ich einfach irgendwie, keine Ahnung. Ich komme nicht hinterher mit den Sachen, die ich machen will. Oder machen müsste vor allem. Mit wollen ist es gerade nicht so ganz abgetan, leider. Also, wir wollen, müssen, ich meine, alles geht Hand in Hand. Müssen es direkt, gut, klar. Hier ist weniger, aber. Alter, vier Party-Member, come on. Das gibt's doch gar nicht. Und wir wundern uns, dass wir ganze zu wenig XP kriegen. Ich glaube, wir gehen mal kurz dann gleich shoppen oder so. Mein Marktplatz im Schaum, da irgendwas rumsteht. Keine Ahnung. Einfach mal schauen. So, ja, ansonsten, was man ankündigen kann, in Anführungsstrichen, ist, was ist ankündigen, ist übertrieben. Wer da mal noch morgen zuschauen will im Massive Life LP, und nochmal im Schnelldurchlauf den Kaelos Cave sehen will, also den, wie heißt denn Dungeon auf Deutsch? Hier steht es bestimmt da irgendwo, oder? Kaelos Cave. Ne, nicht. Diesen 25, den Triad Dungeon da, wo man die Triad halt also droppen kann. Von dem rede ich. Warum wollte ich mich nach St. Morgen? Ich wollte es machen. Genau. Genau, im Schnelldurchlauf plus Kehle dann selbst. Wer da irgendwie zuschauen will oder wer das sehen will und so, kann dann gerne auch da mal reinschauen. Und ja. So, Clockworks Landring. Klingt voll cool, aber auch voll teuer. AFK, Leave Offer. Was suche ich hier gerade überhaupt? Irgendwie eine Maske oder so, ganz nice. Ein billiges Cash-Up-Set. Surfer Dead. Ja, gut, ich meine, wenn es natürlich jetzt mit diesen Anzeigen die Runde macht und so, dann wird es schwierig. Boah, sind die billig. Dann wird es echt schwierig. Also. Man sollte sich halt einfach sowas nicht erlauben und ich meine, man sieht aktuell in den Shops, es sind hier ein paar Shops, wir sind nach, ups, einer Minute durch. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier aktuell online sind. Hier steht jetzt 112 Leute online. Ich meine, halb eins, gut von Englisch und Surfer. Ja, werden natürlich mit der Zeit mehr, wenn es später wird, so ab 17, 18 Uhr oder so, geht dann in Amerika meistens die Sonne auf. Also, nicht direkt die Sonne auf, aber die Leute stehen halt auf, meistens. Trotzdem könnten mehr da sein. Das war noch schon mehr. Gibt's immer noch Check Tax Rate? 3% Taxes, okay. So, können wir noch kurz unser Inventar auslernen. Ich weiß, ich komme hier heute mega verpeilt vor, so mega inkompetent irgendwie, um hier ein Let's Play zu machen. Voll schlimm. Ich weiß nicht, ob gerade nur mir so auffällt oder ob das auch euch gerade auch auffällt. Aber irgendwie heute so mega neben der Spur. So, vielleicht nicht ganz grundlos. Ist auch so teuer. Nee, lass mal. Ja, würde ich sagen, das war's mit dem Obverse Fly Let's Play. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Fly-VP.